DJ! Wow, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich mal eine Real Talk Story. Also eine Geschichte, die mir eigentlich ziemlich peinlich ist. Und die ist mir irgendwie letztens erst wieder eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Und ich bin der Meinung, die solltet ihr auf jeden Fall euch mal geben. Und ich hoffe, ihr lacht mich nicht so krass aus. Ihr kennt diese Momente, in dem was mega peinliches passiert. Und das nächste Mal, da ist es so, dass du halt eigentlich so im Nachhinein voll drüber lachen kannst. Ich denke, ihr habt auch solche Storys schon mal gehabt. Auf jeden Fall spielt meine Story in Japan. Und zwar war ich mit Mr. Ananas und Komani Cave und noch anderen weiteren in Japan unterwegs. Wir laufen ganz entspannt am Tokyo Dome entlang, der an Tokyo, ne, weil, ja, ihr kennt schon mit der Achterbahn und so. Und wir laufen da so über den Platz unten ganz entspannt und das ist halt der sechste Tag. Und ich laufe auf einmal und merkst du auf einmal so, ah, irgendwas ist in meinem Bein, so, fuck, sticht voll. Weitergelaufen, ah, das sticht voll, ah. Lauf weiter. Ah, das sticht voll. Und weitergelaufen. Und stand ich auf einmal da so. Ich kann nicht mehr weiterlaufen, Leute. Ich kann nicht mehr weiterlaufen. Und die anderen schauen mich alle so voll verdutzt an. So, okay, was ist los mit dir? Also wir waren ja in Tokio und da ist ja bekannt, dass jetzt nicht wenig los ist. Also es waren auch nachts noch gut Menschen unterwegs. Und die schauen rum und da steht ein kleiner Baumi. Aua, aua, aua. Ich kann nicht mehr weiterlaufen. Und ich habe das einfach nicht gepeilt. Es hat einfach so höllisch gestochen. Ich konnte nicht mehr weiterlaufen. Weil mein Knie sozusagen die hintere Innenseite, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ah. Das hat so höllisch gestochen, es ging gar nichts mehr. Ich habe dann immer versucht, die Hose hochzukrempeln, um zu gucken, was ist denn da? Ist da irgendwas hinter, hat mich irgendwas gestochen gerade? Und versucht, die Hose hochzumachen. Das ging nicht. Und das hat auch voll wehgetan, als ich es hochgezogen habe. Ich so, au, 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 au. Und dann mussten sich wirklich die Europäer hinstellen und einen Kreis um mich bilden. Was wahrscheinlich jetzt die Japaner denken, die dort vorbeigelaufen sind. Es ist normal, dass wir mal so kleine Diskussionsgruppen gründen. Haben sich schützend vor mich gestellt, alle so. Und ich musste mitten auf dem Tokyo-Dom-Platz meine Hose ausziehen, hab sie komplett runter und hab dann gemerkt, dass in der Hose einfach eine fucking Nadel drin war. Die war dann so blöd gelegen, dass sie so direkt ins Knie so reingestochen hat, immer so, ah! Und ich denk mir so, wir sind 6 Tage unterwegs, wir sind 300 Kilometer gelaufen oder so schon gefühlt und auf einmal, ich bin im Flugzeug gewesen, hier, ich wurde kontrolliert und abgetastet und ich habe einfach, ich meine jetzt nicht, dass jetzt eine Nadel eine Mordwaffe ist. Aber verdammt normal, das hätte man doch irgendwie, man hätte mal piepsen müssen oder so, keine Ahnung. Und ich bin 12 Stunden damit geflogen. Ich bin durch halb Japan damit gelaufen. Mensch, ich muss natürlich genau an so einem Moment nicht, wenn ich es ausziehe oder so. Nein, das muss mitten am Tokyo-Dom sein, wenn hunderte Menschen um dich rumlaufen und du musst deine Hose blank ziehen in einem Land, in dem es schon verboten ist, mit einem Tattoo öffentlich baden zu gehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, es haben sich alle um mich schützen gestellt. Ich habe das Ding raus, habe die Nadel gefunden und im Endeffekt war es nicht schlimm. Es war eine lustige Story zum Nachhinein. In dem Moment habe ich mir auch gedacht, oh fuck. Ich meine, ich bin ja echt schmerzfrei, ich habe da auch drüber lachen können, aber das ist schon trotzdem eigentlich. Stellt euch mal vor, euch wäre das passiert. Wärt ihr nicht vor Scham gestorben? Also es ist mal gerade ein anderes Video, aber irgendwie ist mir das gerade so eingefallen und ich glaube, das ist irgendwie eine ganz nice Geschichte. Hattet ihr auch schon mal so peinliche Geschichten? Ihr könnt sie, wenn ihr euch traut, gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, uns allen ist schon mal irgendwas Peinliches passiert. Aber man muss es einfach mit Humor nehmen und wie gesagt, im Nachhinein ist es einfach eine geile Story. Naja, Leute, ich glaube, jedem passiert mal irgendwas Peinliches. Denkt dran, vergesst mir nicht für diese Peinlichkeit einen Daumen nach oben da zu lassen. Und ja, ihr könnt auch gerne mal abonnieren. Übrigens, danke für den guten Wachstum. Momentan habe ich einen richtig guten Wachstum. Ich glaube, da kam auch viel von der Animania-Gruppe vom letzten Video. Richtig nice. Vielen Dank dafür. Ich finde es richtig geil, wie gerade der Kanal wächst. Awesome! Sugoi!